بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا im Namen Allahs des Alabamas Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala mit dem letzten der drei fundamentalen Grundlagen weitermachen. Wir waren stehen geblieben bei, wir haben zuvor die erste Grundlage besprochen, wer ist dein Herr, die zweite Grundlage besprochen, was ist deine Religion, und nun kommen wir zur dritten Grundlage, wer ist dein Prophet. Und wir haben angefangen und gesagt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren ist, wie alt er war, als er zum Nabi ernannt worden ist, wodurch er zum Nabi geworden ist, wodurch er zu einem Rasul geworden ist, wie viele Jahre er in Mekka verbracht hat und wie viele Jahre er nach der Auswanderung in Medina verbracht hat. Das war die Stelle, die wir stehen geblieben sind. Und heute, inshallah ta'ala, machen wir weiter mit dem Satz, die Auswanderung, die Hijra, bedeutet, vom Land des Polytheismus in das Land des Islam auszuwandern. Da machen wir inshallah ta'ala weiter. Ich lese aber kurz den Abschnitt, den Abschnitt vorher machen wir weiter. Ich lese den Abschnitt erstmal vor, den wir heute uns vorhaben, den wir uns heute vornehmen möchten. 10 Jahre rief er, sallallahu alaihi wasallam, zum Tawhid auf, und nach den 10 Jahren stieg er in den Himmel hinauf, wo ihm die 5 Pflichtgebete angeordnet wurden. Er betete in Mekka 3 Jahre lang, und danach wurde ihm die Auswanderung nach Medina befohlen. Die Auswanderung bedeutet, vom Land des Polytheismus in das Land des Islam auszuwandern. Und die Auswanderung ist für die islamische Umma vom Land des Polytheismus in das Land des Islam verpflichtend. Und sie, die Auswanderung, wird immer bestehen, bis die Stunde eintrifft. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen: Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Diese Aya, sinngemäß übersetzt, Surat An-Nisa, Surah Nummer 4, Vers 97 bis 99. Diejenigen, die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht tun, zu jenen sagen sie, worin habt ihr euch befunden? Sie, die Engel, sagen, war Allahs Erde nicht weit, sodass ihr darauf hättet auswandern können? Jene aber, ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, und wie böse ist der Ausgang. Ausgenommen die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kinder, die keine Möglichkeit haben auszuwandern, und auf dem Weg nicht recht geleitet sind. Jenen wird Allah vielleicht verzeihen. Allah ist allverzeihend und allvergebend. Und die Aussage des Erhabenen: Ya Ibadi, o meine Diener, o meine Diener, die ihr glaubt, gewiss, meine Erde ist weit, so dient mir allein mir. Al-Baghawi, rahimahullah, sagte: Herabgesandt wurde diese Ayah für die Muslime, die in Mekka lebten und nicht auswanderten. Allah rief diese im Namen des Glaubens. Und der Beweis für die Auswanderung aus der Sunna ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Die Hijra wird nicht aufhören, bis die Reue aufhört. Und die Reue wird nicht enden, bis die Sonne vom Westen aufgeht. Und als er sich in Medina niederließ, wurden ihm die restlichen islamischen Pflichten angeordnet, wie die Spendenabgabe, das Fasten, die Hajj, der Adhan, der Dschihad, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten und weitere islamische Gesetze.
Das ist der Abschnitt, den wir inshallah ta'ala heute uns vornehmen möchten. Möge Allah uns dabei helfen. Es heißt, 10 Jahre rief der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Tauhid auf. Und nach den 10 Jahren stieg er in den Himmel hinauf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine sogenannte Himmelsfahrt gehabt. Und zwar nennt man das auf Arabisch Mi'raj. Und es war so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages bei der Kaaba schlief. Und da kam ein Engel zu ihm und schlitzte ihm den Bereich zwischen Brust und Bauch, den ganzen Bereich von Brust bis zum Bauch auf, nahm ihm sein Herz hinaus und füllte es, reinigte es und füllte es mit Weisheit und Iman zum dritten Mal. Denn wir haben ja mitgekriegt, außer Sira, dass es insgesamt 3 Mal stattgefunden hat. Und das war beim dritten Mal, der Sinn war eine Vorbereitung auf die Himmelsfahrt, auf die Mi'raj, wie Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala es gesagt hat. Danach, nach diesem Eingriff, brachte man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Tier, das kleiner als ein Maultier ist, aber größer als ein Esel, das man Buraq nennt. Buraq kommt vom arabischen Wort Barq, und Barq ist der Blitz. Und offensichtlich soll hiermit die Geschwindigkeit ausgedrückt werden. Denn dieser Buraq oder dieses Gefährt, dieses Tier, macht, seine Schritte sind so groß, wie sein Auge reicht. Das heißt, also so weit, wie sein Auge sehen kann, das ist der Schritt, den er macht. Das heißt, er hat eine Geschwindigkeit, die für uns unvorstellbar groß ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam reiste auf dem Buraq in Begleitung mit dem Engel Jibril alaihi salatu wasalam von Mekka bis nach Jerusalem. Auf Arabisch Quds. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort war, war er in der Moschee, in der gesegneten Moschee von Jerusalem, Al-Aqsa-Moschee, und leitete dort ein Gebet, dessen Gleichen es niemals in der Geschichte gegeben hat und auch nicht mehr geben wird. Und zwar leitete der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Gebet, bei dem nur Nabi anwesend waren. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der Imam von ihnen, denn er ist der Imam von ihnen wirklich gesehen und auch im übertragenen Sinne gesehen, sallallahu alaihi wasallam. Und so hat er dieses Gebet für sie geleitet. Und danach ist er, sallallahu alaihi wasallam, in den Himmel aufgestiegen. Und ihr wisst, der Himmel besteht aus 7 Himmeln. Und jeder Himmel wird getrennt durch ein Tor. Und als der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, zum ersten Tor kam mit Jibril, fragte der Wächter des ersten Himmels, wer ist da? Und er sagte, Jibril. Und dann fragte er ihn, und wer ist mit dir? Er sagte, Muhammad. Daraufhin hat er ihm das Tor aufgemacht zum zweiten Himmel. Oder besser gesagt, zum ersten Himmel. Und als erstes im ersten Himmel sah der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Propheten Adam alaihi salatu wasalam, dem Urvater der Menschheit, dem allerersten Menschen, den Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen eigenen beiden Händen erschaffen hat. Adam alaihi salam, sagte er, immer wenn er zu seiner rechten Seite schaute, war er glücklich, lachte und war zufrieden. Und wenn er zu seiner linken Seite schaute, dann begann er zu weinen und war traurig. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Jibril darüber befragte, da sagte er, weil wenn er zur rechten Seite schaut, da sieht er diejenigen von seinen Nachkommen, die glückselig sein werden. Und wenn er zu seiner linken Seite schaut, dann sieht er von seinen Nachkommen diejenigen, die unglückselig sein werden. Und das macht ihn traurig. Danach ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum zweiten Himmel hinaufgestiegen. Und er sah dort 2 Propheten, und zwar Isa und Yahya.
zu Deutsch Jesus und Johannes. Gottes Segen und Heil auf ihnen beiden. Und sie beide verbindet etwas Besonderes. Jeder von ihnen, also erstmal, sie haben zeitgleich gelebt. Sie haben beide in der gleichen Epoche gelebt. Sie kannten sich. Und außerdem sind sie miteinander, verwandt, kann man sagen. Denn jeder von ihnen hat die Tante mütterlicherseits, jeder von ihnen ist der Sohn der Tante mütterlicherseits. Das heißt also, die Tante von Jesus mütterlicherseits hat einen Sohn, das ist Yahya, und die Tante mütterlicherseits von Yahya hat einen Sohn, also Maryam, sie hat einen Sohn, und das ist Isa a.s. Wie dem auch sei, dann stiegen sie weiter hinauf in den dritten Himmel, und im dritten Himmel sahen sie den Propheten Yusuf a.s. Dann stiegen sie zum vierten Himmel hinauf, und da sagt er natürlich, wie gesagt, wir kürzen ja diese Stelle ab, aber an dieser Stelle sagt der Prophet, dass er ihm, wie gesagt, die Hälfte der Schönheit gegeben worden ist. Und dann stiegen sie auf in den vierten Himmel, und dort sahen sie den Propheten Idris, a.s. Und dann stiegen sie in den fünften Himmel hinauf, und dort sahen sie den Propheten Harun, zu Deutsch Aaron. Und dann stiegen sie in den sechsten Himmel hinauf, und dann sahen sie den Propheten Musa, a.s., zu Deutsch Moses. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, als ich an ihm vorbeigegangen bin, an Musa vorbeigegangen bin, begann er zu weinen. Und es wurde gefragt, was hat dich zum Weinen gebracht? Dann sagte Musa, a.s., o Herr, dieser Mann da, und er meint damit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dieser Mann da ist nach mir erst entsandt worden, und trotzdem werden von seiner Anhängerschaft mehr Leute eintreten ins Paradies als von meiner Anhängerschaft. Das heißt, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist bei Allah wertvoller, und mehr von ihnen werden das Paradies erreichen als von den Anhängern von Musa alayhi salatu wassalam. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, danach kamen wir zum siebten Himmel, und er sah dort einen Mann, und es war Ibrahim alayhi salatu wassalam, zu Deutsch Abraham. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam begrüßte ihn und erwiderte den Gruß, und der Prophet Ibrahim sagte, herzlich willkommen, mein Sohn und ein Prophet. Herzlich willkommen, o Sohn und Prophet. Denn Muhammad, wie wir gestern gelernt haben, stammt ab von Ibrahim, a.s. Dann sagt der Prophet Muhammad, daraufhin wurde mir das altehrwürdige oder das viel besuchte Haus vorgeführt, wurde zu mir erhoben, wurde mir gezeigt. Al-Bayt al-Ma'mur heißt es. Daraufhin fragte ich Jibril, was das ist, und er sagte, das ist das vielbesuchte Haus, das heißt, es, wie gesagt, es ist eine Kaaba der Himmelsbewohner. Also genauso wie wir auf der Erde eine Kaaba haben, zu der wir beten, so haben die Leute im Himmel ebenfalls eine Kaaba, zu der sie beten. Und Jibril sagte, das ist Al-Bayt al-Ma'mur, bei dem jeden Tag 70.000 Engel beten. Sobald sie den Gebetsplatz verlassen haben, kehren sie nie wieder zu ihm zurück. Das ist ein Hinweis auf die große Zahl. Weil wenn jeden Tag 70.000 nie wieder zurückkehren, das heißt, jeden Tag sind es andere 70.000 Engel, die dieses Haus umkreisen, dort beten. Dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dann wurde ich emporgehoben zu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ist der Sidrbaum des Endziels. Sidrbaum ist ein bestimmter Baum. Also auf Deutsch sagt man Sisyphusbaum. Wie dem auch sei, es heißt Sisyphusbaum des Endziels, weil das ist die Endstation des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Das ist nicht nur die Endstation des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern die Endstation, zu der niemand
vordringt in die Nähe Allahs subhanahu wa ta'ala, außer unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er beschreibt diesen Baum, ein riesiger Baum, dessen einzelnen Blätter vergleichbar waren mit den Ohren von Elefanten. Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sah dann an seinem Ursprung, am Fuße dieses Baumes, vier Flüsse, zwei offensichtliche und zwei verborgene. Und er fragte Jibril, was ist mit diesen beiden Flüssen? Er sagte, was die zwei verborgenen angeht, so sind sie im Paradies. Und was die beiden offensichtlichen Flüsse angeht, so ist es der Nil und der Euphrat. Nil und Furat auf Arabisch. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, daraufhin wurden mir die 50 Gebete auferlegt. Daraufhin wurden mir 50 Gebete auferlegt. Dann kehrte ich zurück, bis ich wieder bei Musa war, alaihi salatu wasalam, also im 6. vom 7. wieder zum 6. zurück. Musa fragte, was hast du gemacht? Er sagte, mir wurden 50 Gebete auferlegt. Daraufhin sagte Musa, ich kenne die Menschen besser als du. Ich habe es mit den Kindern Israels versucht, aber deine Umma wird es nicht schaffen. Also weil seine Umma es nicht geschafft hat, sagte, deine Umma wird es auch nicht schaffen. Kehre zurück zu deinem Herrn und frage ihn. Daraufhin kehrte er zurück. Er fragte ihn, das heißt, er bat Allah subhanahu wa ta'ala um Erleichterung. Daraufhin wurde es von 50 auf 40 reduziert. Und danach noch einmal das Ganze. Das heißt, er ging wieder zu Musa zurück und er sagte wieder zu ihm, es ist zu viel. Dann wurde es auf 30 reduziert. Dann wurde es auf 20 reduziert. Dann wurde es auf 10 reduziert. Dann ging er zu Musa und dann sagte er wieder das Gleiche. Das heißt, deine Umma wird nicht imstande sein, diese Gebete alle zu verrichten. Und dann wurde es auf 5 Gebete reduziert. Dann ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder bei Musa vorbei und er fragte ihn, was hast du gemacht? Er sagte, es wurden 5 Gebete mir auferlegt. Dann sagte er ihm wieder das Gleiche, deine Umma wird es nicht schaffen, kehre wieder zurück. Und er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es in manchen, nicht in dieser Überlieferung, aber wie es in manchen Überlieferungen heißt, hat er dann angefangen, sich zu schämen vor seinem Herrn und deswegen ist er nicht wieder zu ihm zurückgekehrt. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala ausgerufen, dass er diese Pflichtgebete den Menschen auferlegt hat und dass er seinen Dienern es leicht gemacht hat und dass er eine gute Tat 10-fach vergilt. Diese Überlieferung ist in Sahih al-Bukhari. Daraufhin kehrte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Mekka zurück und verrichtete dort sein Fajr-Gebet. Und wir wissen, dass auch Jibril zu ihm runtergekommen ist, wie es in anderen Überlieferungen heißt, und hat ihm die Gebete vorgebetet bei der Kaaba, sodass er wusste, sallallahu alaihi wasallam, erstens, wie man betet und zweitens auch, zu welchen Zeiten man dieses Gebet zu verrichten hat. All dies ist passiert in dieser Himmelsreise und natürlich noch viel mehr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns viel mehr darüber berichtet, aber wichtig ist für das Herz des gläubigen Menschen, dass er sagt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass er diese Nachtreise, und diese Nachtreise Isra meint man damit, die Reise von Mekka nach Jerusalem. Und mit Mi'raj meint man die Reise von Jerusalem in den Himmel. Wichtig für das Herz des gläubigen Menschen ist, dass er, wenn er solche Dinge hört, auch wenn sie gewaltig klingen, dass er sagt, wenn Allah und sein Gesandter das gesagt haben, dann glaube ich fest daran. Und wir glauben auch nicht so, wie manche Leute geglaubt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese ganze Reise nur in einem Traum durchgemacht hat. Wir glauben, dass er das tatsächlich durchgemacht hat, das heißt mit Herz und Seele, mit Körper, mit Leib und Seele. Und nicht eben nur mit seiner Seele, sallallahu alaihi wasallam. Denn das Wunder ist erst wirklich ein Wunder, wenn er das, sallallahu alaihi wasallam, mit Körper und Seele durchgemacht hat. Der Autor sagt, er betete in Mekka 3 Jahre lang und danach wurde ihm die Auswanderung nach Medina
befohlen. Natürlich, das Gebet mit den Gebeten, die hier auferlegt worden sind, damit die fünf Pflichtgebete gemeint. Ansonsten wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Muzammil das Nachtgebet den gläubigen Menschen damals auferlegt hatte. Ohne eine bestimmte Anzahl zu erwähnen, aber es war mit Sicherheit ein langes Nachtgebet, weil er seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi. Das heißt, verrichte das Nachtgebet die halbe Nacht durch. Oder ein bisschen weniger oder mehr. Das heißt also, das muss gewaltig gewesen sein. Aber danach, wie gesagt, wurde das abrogiert und ersetzt durch die Pflicht der fünf Gebete. Tayyib. Drei Jahre lang. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist dann nach drei Jahren, und zwar in welchem Jahr der Hijra ist er ausgewandert, der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Im 0. Jahr der Hijra. Okay? Weil wir haben vorher, müssen mit Minuszahlen rechnen. Das heißt im 0. Jahr der Hijra. Aber im Monat Rabi' al-Awwal. Im Monat Rabi' al-Awwal ist er nach Mekka ausgewandert. Und warum ist er ausgewandert? Weil er in seiner Da'wah gehindert worden ist. Weil er, sallallahu alaihi wasallam, nichts anderes gemacht hat, als La ilaha illallah, zu La ilaha illallah aufzurufen. Und auch das war für die Menschen schon zu viel. Und sie haben die Gläubigen gequält, nur weil sie Muslime waren. Und deswegen, der gläubige Mensch errettet sich mit seiner Religion und verzichtet auf einen Teil seines Hab und Gutes oder auf sein gesamtes Hab und Gut zugunsten der Religion. Denn die Religion ist das, was ihm nutzen wird im Jenseits. Aber sein Haus und sein Essen und Trinken wird ihm im Jenseits nichts mehr bringen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wanderte als einer der Letzten aus mit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, mit seinem engsten Vertrauten, engsten Freund. Abu Bakr radiallahu anhu und er, sie sind natürlich nicht auf dem bekannten Weg von Mekka nach Medina ausgewandert, sondern sie haben sich einen Wegweiser engagiert, einen Wegweiser bezahlt, dass er ihnen den Weg weist, wie sie am besten nach Medina kommen, ohne dass die Qurayshiten, wenn sie davon mitbekommen, wissen, durch welchen Weg er nach Medina gelangt ist oder gerade auf dem Weg ist. Und wir kennen die Geschichte, dass er sallallahu alaihi wasallam dann in der Höhle des Berges Al-Thawr verbracht hat. Und zwar drei Tage lang hat er dann dort die Zeit verbracht. Ist in einer Überlieferung Sahih Bukhari heißt es, er verbrachte dann drei Nächte in dieser Höhle und bei ihnen beiden war Abdullah, der Sohn von Abu Bakr. Er war ein junger Knabe. Er ist immer morgens, früh morgens, besser gesagt zur Sahar-Zeit. Sahar-Zeit ist am Ende der Nacht, ist er zu den Qurayshiten nach Mekka zurückgegangen und blieb dort, damit, also er hat immer den Tag verbracht oder die Nacht verbracht beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und bei Abu Bakr. Und dann ist er in den frühen Morgenstunden zurück nach Mekka gegangen, dass nicht auffiel, dass er weg war. Und dadurch konnte er, möge Allah mit ihm zufrieden sein, immer hören, was gesagt wird, die Nachrichten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam tragen, sodass er immer auf dem aktuellsten Stand war, sodass er wusste, gehen sie ihm schon hinterher, in welche Richtung gehen sie und so weiter und so fort. Abu Bakr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hatte insgesamt 6 Kinder und sie alle, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sie alle haben den Islam, alhamdulillah, angenommen. Aber diese 6 Kinder waren nicht von der einen und derselben Frau, sondern von verschiedenen Frauen, denn er hatte insgesamt 4 Frauen gehabt, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er hatte Abdullah und Asma von seiner Frau namens Qatila und er hatte Abdurrahman und Aisha von seiner Frau namens Ruman und Kulthum hatte er von
seiner Frau namens Habiba und Muhammad hatte er von seiner Frau namens Asma, die Tochter von Umays. Die Ansar haben nach einer gewissen Zeit mitbekommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam begonnen hat auszuwandern. Denn logischerweise, die Nachricht hat sich früher erreicht, weil er hat ja nicht den schnellsten Weg genommen nach Medina, sondern hat ja, wie gesagt, einen Umweg genommen. Als die Ansar davon gehört haben, sind sie jeden Tag vor lauter Freude und Hoffnung auf die Begegnung mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Denn manche von ihnen hatten ihn schon getroffen, wie wir wissen, bei der Hajj, bei diesen zwei berühmten Treueschwuren, Al-Aqaba, Bay'at al-Aqaba. Aber die meisten natürlich in Medina, die, als der Prophet kam, waren ja schon, der Islam war schon in jedem Haus. Und aber sie haben den Propheten selbst noch nicht gesehen und kannten ihn noch nicht. Als die Ansar erfuhren, wie gesagt, sind sie jeden Morgen hinausgegangen und bis zur Mittagszeit haben sie gewartet in Al-Harra. Al-Harra ist eine Gegend in Medina, außerhalb der Stadt. Die Stadt Medina wird umzäunt, wie man weiß, von zwei großen Harra, zwei großen schwarzen Gesteinsgebieten, offensichtlich Lavagebiete. Und sie sind da, wie gesagt, geblieben bis zur Mittagszeit und dann sind sie wieder zurück nach Hause gekehrt, weil mittags ist dort sehr, sehr heiß und es reicht auch dann nach einem halben Tag. Wie dem auch sei, eines Tages, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann kam, waren die Ansar schon wieder zu ihren Häusern zurückgegangen und nur ein Jude war dort und als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam erblickt von Weitem, hat er auch ist auch nicht mehr ausgehalten und hat ausgerufen und gesagt, oh ihr Araber, euer Großvater ist zu euch gekommen. Und die wissen ja, dass die Juden, sie wussten ja, dass er dorthin auswandern wird und sie haben ja auch seine Auswanderung erwartet, in der Hoffnung, dass er sich ihnen anschließen wird. Und es war dann ein bisschen anders, deswegen haben sie ihn dann zum Feind genommen. Und so wurden sie ebenfalls die Feinde Allahs. طيب. Und so ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert. Und da wir jetzt gerade im Punkt der Auswanderung sind, auf Arabisch Hijra, erwähnt der Autor, rahimahullah ta'ala, den Begriff der Hijra. Und er sagt, Hijra bedeutet, dass man vom Land des Schirk in das Land des Islam auswandert. Erstmal Definition. Dann redet er vom Urteil über die Hijra. Er sagt erstmal, es bedeutet vom Land des Schirk zum Land des Islam auszuwandern. Was versteht man unter dem Land des Islam und was versteht man unter dem Land des Schirk? Das eine ist natürlich das Gegenteil vom anderen. Unter dem Land des Islam versteht man, und das ist die Definition von mehreren Gelehrten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ihnen barmherzig sein, man versteht darunter ein Land, in dem das islamische Gesetz, die islamische Scharia, in der Regel im Vordergrund steht. In der Regel im Vordergrund steht. Das heißt also, nicht immer, sondern normalerweise, in der Regel. Denn es gibt das perfekte Land, das gibt es nicht. Was sind Hinweise darauf? Hinweise darauf sind Sachen wie der Adhan, der Hijab, das Gemeinschaftsgebet, die Freitagsgebete, zu denen ausgerufen wird, die Eid-Gebete und all diese Sachen. Das sind einzelne Sha'air, wie man auf Arabisch sagt, das heißt Kulthandlungen oder Anzeichen, an denen man die Anwesenheit einer muslimischen Gesellschaft erkennt. Das so viel zur Definition. Und das Gegenteil davon ist ein Land des Schirk oder Kufr. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, das war die Definition, sagt über den Hukum, das heißt über das gesetzliche Urteil, die Auswanderung ist für die islamische Umma vom Land des Schirk in das Land des Islam verpflichtend. Das heißt wajib. Und die Einschränkung müssen wir allerdings machen, wie die meisten Gelehrten gesagt haben,
Also kann sein, der Autor meint das so uneingeschränkt, aber die meisten Gelehrten sagen, diese Pflicht der Auswanderung hängt von der Möglichkeit der Religionsausübung ab. Pflicht der Auswanderung hängt von der Möglichkeit der Religionsausübung ab. Und dafür gibt es einige Beweise, unter anderem, dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie haben ja in Mekka gewohnt. Und wann wurde ihnen dann die Auswanderung auferlegt? Naja, als es eben zu eng wurde. Als es eben für sie darum ging, entweder die islamische Religion oder Dunya. Entweder du entscheidest dich für Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Gesandten, oder du wirst dem Schirk verfallen und vielleicht rückfällig werden, wie manche rückfällig geworden sind. Und deswegen ist es hier eine sehr wichtige Sache, die Möglichkeit der Religionsausübung, das ist eine individuelle Sache. Die eine Person sagt, ich kann, die andere Person sagt, ich kann nicht. Die eine Person sagt, ich bin imstande, meine Gebete zu verrichten, die andere Person sagt, ich kann meine Gebete nicht verrichten. Ich schäme mich, bei meinem Arbeitgeber zu beten. Ich schäme mich, zu fasten vor anderen Leuten oder was weiß ich. Dann in diesem Fall sagen wir ihm, Bruder, du musst dafür sorgen, dass du deine Pflichten ausüben kannst. Wenn nicht, dann sagt Allah dir, inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun. Das heißt also, meine Erde ist groß und weit. Das heißt, du musst nicht an diesem Fleck bleiben, wo du bist. Geh woanders hin, wo du Allah subhanahu wa ta'ala anbeten kannst. Es gibt verschiedene Hadithe diesbezüglich, weil wir gerade bei dem Begriff der Hijra sind. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass die Hijra verpflichtend ist, auch wenn man dazu imstande ist, seine Religion auszuüben. Und sie stützen sich auf bestimmte Überlieferungen, wie zum Beispiel die folgende. Und zwar sagte Jarir ibn Abdullah, radiallahu ta'ala anhu, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sandte eine Kompanie zum Stamm Khatham. Manche Leute von ihnen suchten Schutz in der Niederwerfung. Und da wurden sie auf der Stelle getötet. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, erfuhr davon und sprach ihnen die Hälfte des Blutgeldes zu und sagte, ich sage mich von jedem Muslim los, der unter den Götzendienern lebt. Sie sagten, o Gesandter Allahs, warum? Er sagte, ihrer beider Feuer dürfen sich nicht sehen. Dieser Hadith ist überliefert bei Abu Dawud und bei At-Tirmidhi. Dieser Hadith wurde von manchen Gelehrten als authentisch eingestuft, wie zum Beispiel von Al-Sheikh Al-Albani, rahimahullah wa ta'ala, außer dem Satz mit der Erwähnung des Blutgeldes. Diesen Teil sagt er, dass es nicht authentisch ist. Aber unabhängig davon, so haben auch in der heutigen Zeit manche seiner Schüler diesen Hadith als da'if eingestuft. Und auch von den früheren Gelehrten, Imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, sagt der Hadith ist Mursal, ist also da'if. Und auch Imam Al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, sagte, dass dieser Hadith richtigerweise Mursal ist und nicht Musnad. Also das heißt, er weist eine Lücke auf, die Grund dafür ist, den Hadith für unauthentisch einzustufen. Was wie gesagt nicht ausschließt, dass der gläubige Mensch, wenn er seine Religion nicht ausüben kann, das ist was anderes. Diesen Fall, den haben wir schon vorher geklärt. Aber es geht darum, wenn man einen Hadith erwähnt, gerade bei solchen Angelegenheiten, dann sollte er deutlich sein und authentisch sein, damit man davon eine Bestimmung auch ableiten kann. Also ich kann nur von einem authentischen Hadith eine Bestimmung ableiten und nicht von einem unauthentischen Hadith eine Bestimmung ableiten. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass der Hadith authentisch ist, so bedeutet der Hadith eigentlich, wenn man ihn verinnerlicht, etwas ganz anderes. Und das ist der Fehler, den manche Leute machen, dass sie nur diesen Satz zitieren des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich spreche mich los oder sage mich los von jedem Muslim, der unter Götzendienern lebt, und sie erwähnen nicht, was vorher erwähnt ist im Hadith. Und im Hadith ist ganz klar,
dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Kompanie schickte. Eine Kompanie ist ein Teil einer Armee. Er schickte sie im Dschihad gegen den Stamm Khath'am. Und im Stamm Khath'am waren Leute, die den Islam angenommen hatten, die aber nicht ausgewandert sind. Das heißt, sie wurden sozusagen bekämpft von dieser Kompanie, weil die Leute konnten ja schlecht wissen, ob das jetzt Muslime sind oder ob das Götzendiener sind. Das kann man ihnen ja nicht an der Stirn ablesen. Und weil sie eben nicht weggegangen sind, obwohl sie dazu aufgefordert waren, wegzugehen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemals einen Stamm angegriffen, ohne sie vorher zum Islam einzuladen und sie vorher zu warnen. So, und als dann der Krieg stattgefunden hat, sind eben viele von ihnen gefallen. Sie sind zu Unrecht, was heißt zu Unrecht? Sie sind gefallen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ich spreche mich los von jedem Muslim, der unter den Götzendienern lebt. Das heißt nicht vom Muslim selbst, sondern von seinem Blutgeld. Denn der Teil, wie der Sheikh sagt, ist ja unauthentisch. Das heißt, der Prophet hat sich geweigert, das Blutgeld zu bezahlen. Blutgeld ist das Geld, was man bezahlt, wenn jemand versehentlich getötet worden ist oder auch absichtlich getötet worden ist und die Verwandten entscheiden sich für das Blutgeld, als sozusagen als Entschädigung, wie eine Art Entschädigungszahlen. Und der Prophet sah eben nicht ein, warum soll er Blutgeld zahlen für Leute, die selbst daran schuld sind, dass sie dort geblieben sind. Ja? Das ist, wie gesagt, zu diesem Hadith, der, wie gesagt, richtigerweise Mursal ist. Es gibt andere Hadithe, die deutlich darauf hinweisen, dass es um die Religionsausübung geht. So sei es zum Beispiel in einer Überlieferung, die in Sahih al-Bukhari ist und auch in Sahih Muslim ist, bei Nasa'i und bei Abu Dawud. So sagte Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, dass ein Beduine den Propheten sallallahu alaihi wasallam über die Hijra fragte. Da sagte er, Waihak, wehe dir, die Auswanderung ist keine leichte Sache. Hast du Kamele? Er sagte ja. Dann sagte er, entrichtest du dafür deine Zakat? Er sagte ja. Er sagte, dann setze die von Allah auferlegten Pflichten abseits der Städte um, denn wahrlich Allah wird nichts von deinen Taten außer Acht lassen. Dann setze die von Allah auferlegten Pflichten abseits der Städte um. Das heißt, da wo du bist. Das heißt, du musst nicht unbedingt zu mir kommen nach Medina, sondern bleib da wo du bist. Setze die Pflichten um, die Allah dir auferlegt hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird wahrlich nichts von deinen Taten außer Acht lassen. Er wird dich dafür belohnen. Und wenn es verpflichtend wäre für ihn, nach Medina auszuwandern, hätte der Prophet ihm gesagt, du musst kommen. Ebenso gibt es eine andere Überlieferung, ebenfalls in Sahih al-Bukhari. So sagte Malik ibn al-Huwairith radiallahu ta'ala anhu, wir kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und wir waren etwa alle gleichaltrige Jugendliche. Wir blieben bei ihm 20 Tage und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte dann das Gefühl, dass wir uns nach unserer Familie sehnen. Und er fragte uns, was habt ihr denn an Familienangehörigen zu Hause zurückgelassen? Wie eine fragt, was hast du denn? Hast du Familie, hast du Eltern, hast du Kinder, hast du Verwandte und wie geht's ihnen und so weiter und so fort. Und er sagte, und der Prophet war weichherzig und er war barmherzig, weil man erkennt an der Aussage natürlich, ob die Person sich sehnt nach ihrer Familie. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum, das heißt, kehrt zurück zu euren Familien. Bringt ihnen die Religion bei und ordnet ihnen das Gute an und betet so, wie ihr mich habt beten sehen. وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Und sobald das Gebet, sobald die Gebetszeit eintrifft, so soll jemand von euch den Gebetsruf ausrufen und der Älteste von euch soll euch vorbeten. Das heißt in Sahih al-Bukhari. In einer anderen Überlieferung sagte Burayda radiallahu ta'ala anhu, er beschreibt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemanden immer unterrichtete, wenn er jemanden als Führer einer Armee einsetzte.
Der Hadith ist ein bisschen länger, aber der entscheidende Ausschnitt aus dem Hadith ist, wenn sie sich weigern, das heißt, wenn sie sich weigern, auszuwandern, wenn sie sich weigern und ihre eigenen Wohnstätte wählen, das heißt, sie möchten da bleiben, wo sie wohnen, so teile ihnen mit, dass sie so wie die muslimischen Beduinen behandelt werden. Allahs Gesetz, das auf die Gläubigen angewandt wird, wird auch auf sie angewandt. Aber sie erhalten weder einen Anteil an der kampflos errungenen Beute, noch an der Kriegsbeute, es sei denn, sie vollziehen den Dschihad mit den Muslimen zusammen. Dieser Hadith ist in Sunan Abi Dawud überliefert. Und das weist auch darauf hin, dass der Prophet s.a.w. also nicht jedem gesagt hat, dass er unbedingt auswandern muss. Und trotzdem sagen wir, es besteht kein Zweifel, dass es für einen Muslim besser ist, wenn er unter Muslimen lebt. Und jeder von uns weiß, dass die Fitna in muslimischen Ländern, auch wenn dort die islamischen Gesetze nicht die Oberhand haben, so ist die Bevölkerung muslimisch und so ist das kleinere Übel immer noch dort. Wir wissen, dass in unseren muslimischen Ländern die islamische Scharia nur eine sehr unbedeutende Rolle spielt. Und trotzdem ist die Fitna, der ein Mensch dort ausgesetzt wird, viel geringer, weil die Menschen dort Muslime sind und sich an den Islam mehr oder weniger halten, aber eben ist es kein Vergleich zu dem, was in nicht-muslimischen Ländern der Fall ist. Deswegen ist es auf jeden Fall empfohlen für jeden Muslim, dass er versucht, unter Muslimen zu leben. Dadurch wird sein Iman stärker. Und jeder weiß das allein schon, wenn er Urlaub machen geht in seine Heimat, wenn es eine muslimische Heimat ist, dann weiß er natürlich, dass das inshallah ta'ala richtig ist. Tayyib. Der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn belohnen, erwähnte, er sagte, die Auswanderung wird immer da sein. Das heißt, sie wird immer gesetzlich bleiben, bis die Stunde eintrifft. Und er erwähnte dazu natürlich ein paar Beweise zu den Aussagen, was er gemacht hat. Einmal die Ayah im Koran al-Karim, wo es heißt, diejenigen, die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht tun, zu jenen wird gesagt werden, worin befandet ihr euch? Sie sagen, war Allahs Erde, natürlich, da fehlt ein Teil, ne? Kunna mustata'afina fil ard, wir waren Unterdrückte im Lande. Dieser Teil habe ich vergessen vorzulesen. Worin befandet ihr euch? Das heißt, es geht hier um Menschen, die sich Unrecht tun. Wie tun sie sich Unrecht? Indem sie Haram begehen. Wer hat ihnen auferlegt, Haram zu begehen? Die Leute, die Gesellschaft, in der sie gelebt haben. Die Engel fragen ihn, okay, habt ihr keine Möglichkeit gehabt, woanders hinzugehen? War Allahs Erde nicht? Weil sie haben sich entschuldigt, sie haben gesagt, kunna mustada'afina fil ard, das heißt, wir waren Unterdrückte. Okay, kein Problem, wir waren Unterdrückte. Aber gab es keine Möglichkeit für euch, war Allahs Erde nicht weit, sodass ihr hättet darauf auswandern können? Und darauf bekommen die Engel keine Antwort mehr, weil es darauf keine Antwort gibt. Und deswegen sagt Allah, jene aber, ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, und wie böse ist der Ausgang. Ausgenommen sind die Unterdrückten unter den Männern und Frauen und Kindern, die keine Möglichkeit haben auszuwandern, wie Abdullah ibn Abbas und seine Mutter, und auf dem Weg nicht recht geleitet sind. Jene wird Allah vielleicht verzeihen, oder anders übersetzt, jenen wird Allah bestimmt verzeihen. Allah ist allverzeihend und allvergebend. Und hier zeigt sich auch, dass die von Allah subhanahu wa ta'ala auferlegten Pflichten immer im Zusammenhang stehen mit dem, was den Menschen möglich ist. Die andere Ayah, Ya ibadiyya alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun, O meine Diener, die ihr glaubt, das heißt, wenn ihr gläubige Menschen seid, so meine Erde ist weit, das heißt, du musst nicht dort bleiben, wo du bist, wenn du sagst, du bist unterdrückt, dann geh woanders hin, so dient mir, ja, allein mir, Surat Al-Ankabut, Surah 29 und Vers 56. Und dann sagt der Autor, Al-Baghawi, Rahimahullah, Al-Baghawi ist einer der berühmten Tafsir-Gelehrten, er sagte, herabgesandt wurde dieser Vers
für die Muslime, die in Mekka lebten und nicht auswanderten. Allah rief diese im Namen des Glaubens. Diese Aussage habe ich versucht zu finden im Tafsir von al-Barawi, wie auch manche, die diesen Text ausgelegt haben, aber die habe ich nicht finden können. Allah weiß, wo sie herkommt. Aber Tatsache ist, dass der Inhalt stimmt natürlich. Also Inhalt im Sinne von, dass es hier um Leute geht, die nicht ausgewandert sind und dass sie aufgefordert sind zum Auswandern und dass es ein Zeichen von Iman ist, auszuwandern. Sonst hätte Allah sie nicht als gläubige Menschen angesprochen. Und als letzten Beweis erwähnt der Autor, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Die Hijra wird nicht aufhören, bis die Reue aufhört. Die Tauba, gemeint die Tauba. Das heißt also, die Hijra ist islamisch, ist gesetzlich bis Yawm al-Qiyamah. Das heißt, wir haben hier zwei Hadithe. Wir haben einen Hadith, der sagt, die Hijra wird nicht aufhören. Und wir haben einen anderen Hadith, der besagt, nach der Befreiung Makkas gibt es keine Hijra mehr. Wie können wir diese beiden Hadithe miteinander verbinden? Gemeint ist mit dem Hadith, nach der Befreiung Makkas gibt es keine Hijra mehr, gemeint ist eine Hijra von Makka nach Medina. Warum? Weil Makka ist jetzt befreit. Heute braucht der Mekkaner nicht mehr nach Medina auswandern. Kann Makka bleiben. Aber welche Hijra wird nicht aufhören? Erstens, die wirkliche Hijra im Sinne von, dass ein Mensch, der seine Religion nicht ausübt, dorthin gehen nicht ausüben kann, aufgrund von Unterdrückung, dorthin gehen muss, wo er sie ausüben kann. Und zweitens, die Hijra im übertragenen Sinne, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wal-hijratu, er sagte, Hijra bedeutet, an tahjura ma nahallahu anhu, das heißt, dass du dem aus dem Weg gehst, was Allah verboten hat. Denn Hijra kommt vom Wort Hajara und Hajara heißt eine Sache verlassen, im Stich lassen, eine Sache aus dem Weg gehen. Und darum geht es ja auch ursprünglich. Du willst der Unterdrückung aus dem Weg gehen, der Sünde aus dem Weg gehen, gehst du vom einen Land ins andere Land. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Hijra wird nicht aufhören, bis die Reue aufhört. Die Tauba. Das heißt, bis die Tauba nicht mehr angenommen wird. Und wann wird die Tauba nicht mehr angenommen? Er sagt, die Tauba wird nicht mehr angenommen, sobald die Sonne vom Westen aufgeht. Eines der großen Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala für das Ende der Welt, für den Weltuntergang, ist, dass die Sonne eines Tages nicht wie sie täglich im Osten aufgeht, sondern sie wird eines Tages im Westen aufgehen. Und das ist die Zeit, an der Allah subhanahu wa ta'ala dann die Reue keines Menschen mehr annehmen wird, wie Allah im Quran Karim sagte und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunnah. Der Autor sagte, rahimahullah ta'ala, und als er sich in Medina niederließ, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wurden ihm die restlichen islamischen Pflichten angeordnet, wie die Spendenabgabe, wie das Fasten, Al-Zakah, Siyam, die Hajj, der Adhan, der Dschihad, Al-Amr bil-Ma'ruf, das gute Gebeten, das schlechte Verbieten und viele andere islamische Gesetze. Dieser Satz, wenn wir ihn detailliert betrachten wollen, kann es sein, dass man bei der einen oder anderen Sache es anders formulieren müsste. Aber wenn man allgemein darunter verstehen soll, dass die detaillierten Pflichten Allah subhanahu wa ta'ala und die meisten Gesetze aus der Scharia erst zur Zeit erst nach der Auswanderung abgesandt worden sind, das stimmt. Aber wenn wir detailliert reinschauen, so gibt es manche Gelehrte, die sagen, dass die Zakat auch schon in der mekkanischen Periode teilweise verpflichtet war, weil Allah sagt in Surat Al-An'am, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمُ حَصَادِهِ. Das heißt, er fordert uns diese Eier auf, die Zakat von den Ernteerträgen zu bezahlen, und die Surat Al-An'am ist eine mekkanische. Und das ist ein Beweis für die Zakat. Und deswegen sagen manche Gelehrte, dass die Zakat in Mekka schon grundsätzlich Pflicht geworden ist, aber erst in Medina sind dann die detaillierten Bestimmungen bezüglich der Zakat herabgesandt worden, ab wie viel Gramm Gold, ab wie viel Gramm Silber man Zakat bezahlen muss und so weiter und so fort.
Weil die detaillierten Sachen, die wir wissen, wurde das Fasten erst im zweiten Jahr nach der Hijra zur Pflicht und ebenfalls auch die Zakat erst im zweiten Jahr nach der Hijra. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslima kathira.